Ja, und jetzt wird hier ein kleines Feuerchen gemacht. Es wird ein Feuer simuliert. Wir sind jetzt hier bei der Feuerwehr. Es hat länger gedauert, bis sie das hier in Betrieb setzen. Und hier sind Feuerlöscher. Wir haben vorhin aufgenommen, wie diese Feuerlöscher, das sind Spezialfeuerlöscher, die kann man immer wieder auffüllen. Und das Auffüllen haben wir ja vorhin schon mal gezeigt oder zeigen Sie jetzt im Video nachher. Diese Feuerlöscher werden einfach mit Wasser aufgefüllt über einen Kompressor. Der Kompressor ist hier und angeblich 8 Atü drauf. Das heißt, hier über diesen Schlauch wird erst einmal Wasser reingefüllt in diese Feuerlöscher, die so einen Steckanschluss haben. Und anschließend kommt der Kompressor an und dann kommt hier die Luft da rein und die wird auch auf die verschiedenen Schläuche verteilt. Und dann sind diese Feuerlöscher sind dann gefüllt. Und jetzt wird gezeigt, wie man mit so einem Feuerlöscher löschen kann. Jetzt schauen wir mal, Achtung, jetzt wird es interessant. Helm aufsetzen und Schutzhandschuhe an. Okay. Es wurde gelöscht, aber es zündet wieder ein bisschen. Ja, nochmal. Und jetzt schauen wir mal, hier schauen die Kids und alle Leute zu, wie man mit einem Feuerlöscher hier einen Brand löschen kann. Das ist gar nicht so leicht. Hier kommen die Feuerlöscher und jetzt werden die Kinder sogar noch animiert, vielleicht, dass sie so einen Feuerlöscher bedienen. Hier wird gezeigt, ganz interessant. Er kriegt es jetzt in die Hand und jetzt schaut er mal, wie er hier löschen kann. Das schauen wir uns jetzt mal an. Aha. Und schon ist es gelöscht. Bisschen wegbleiben. Wir müssen ein bisschen mehr Abstand haben. Bisschen zurück. So. Also das wurde jetzt gezeigt und hier kommt der nächste Junge. Feuerlöscherfeuer entsichern, den Stift raus und zum Auslösen den roten einmal runterdrücken. Der gelbe muss raus, der rote muss runter und dann muss man hier vorne drücken zum Wasser abgeben. Bevor du hingehst, einmal kurz testen, dass er funktioniert. Und dann, wenn du angreifst, wenn Wind gibt, dann so, dass der Wind von deinem Rücken kommt, dass hier der Rauch von dir weggeblasen wird. Okay? Du musst es in dem Fall wahrscheinlich nicht beachten, aber du siehst, der Wind kommt so ein bisschen von da. Das heißt, wir kommen dann auch von der Richtung angelaufen. Und dann viele kurze Stöße. Zack, 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 zack. Weil du hast einen sehr begrenzten Wasservorrat da drin. Genau, den gelben Stift rausziehen. Ganz raus. Achso, ganz raus. Ganz raus. Pass, pass, pass. Ja, so weit, weit. Genau. So ein bisschen runterdrücken. Und jetzt vorne einmal testen, ob er geht. Okay, wunderbar. Und jetzt kommst du quasi mit dem Wind. Oh Gott, ich glaube, es brennt. Ja, man muss jetzt darauf achten, dass hier der Wind von der richtigen Richtung kommt. Und jetzt kommt das Mädel und. Jawohl, und es wird gelöscht und aus ist es. Und es gibt hier eine Fernbedienung dazu, wenn hier was schief geht, gibt es eine Nottaste. Und wenn die dann der Feuerwehrmann erdrückt, dann ist das Feuer wirklich weg, dann ist das Gas unterbrochen. Und jetzt kommt der nächste. Und jeder darf mal probieren. Geht ihr ein bisschen zurück? Nochmal zurück ein bisschen. Und schon ist wieder gelöscht und hinten ist dann jemand, der zündet dann wieder. Oder wo ist der Zünder? Ah, da hat er. Ja, und der Mann hat hier ganz versteckt so eine Fernbedienung und da druckt er drauf, entweder kann er es unterbrechen oder wieder zünden. Jetzt hat er wieder gezündet, jetzt brennt es wieder gescheit. Also eine geniale Geschichte, weil es kann nichts passieren, aber man sieht einmal, wie lange man vielleicht braucht, um so ein Ding zu löschen.